Ein stammtastisches Hallo, verehrte Freunde, danke fürs Einschalten. Wenn du denkst, es kommt nichts mehr Neues vom 1.19 Update, dann haben wir uns, glaube ich, alle in irgendeiner Form geirrt. Denn gestern am Mittwoch ist tatsächlich sogar nochmal eine brandneue Minecraft 1.19 Bedrock Beta erschienen. Ich zähle sie jetzt einfach mal noch zum 1.19 Update. Weil erstens ist der Name noch 1.19 und zweitens wurden 1.19 Features nochmal so ein bisschen abgeändert. Beziehungsweise beim LLA wurde etwas getan, ein Feature hinzugefügt, was meiner Meinung nach auf jeden Fall nochmal game-changing ist und auch nennenswert ist. Deswegen das heutige Video. Es kann also gut sein, dass wir nochmal die ein oder anderen Betas und Snapshots zum 1.19 Update bekommen werden, wo nochmal die ein oder anderen Sachen abgeändert werden. Aber ich schätze mal nicht, dass wir jetzt großartig viele neue Features noch bekommen, die in irgendeiner Form das Spiel nochmal großartig verändern. Und da hinten ist einfach ein Babyschaf. Guck mal. Hey, Babyschaf. Hallo. Nein, andere Richtung. Hier. Oh, ein Feini. Na jedenfalls, lasst uns mal eben reinstarten in die neueste Beta. Wir gucken uns mal an, was da so hinzugefügt wurde oder geändert wurde. Bleibt auf jeden Fall dran. Ist spannend. Abonniert vorher noch gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich nie wieder irgendwelche Minecraft-News. Wer hätte es gedacht? Danke dafür. Und kommentiert noch gerne eure Meinung zu diesen Änderungen, wie auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, um den netten Schleim zu unterstützen. Vielen Dank. Bevor wir ins Thema starten, gibt es heute nochmal eine mehr oder weniger kleine, große Ankündigung. Ich plane demnächst ein cooles Community-Projekt mit euch da draußen für zukünftige Streams. Ich möchte ja allgemein öfter streamen und da dann noch so ein cooles Projekt zusammen mit euch zu haben, wäre, glaube ich, das Beste, was man als Minecraft-YouTuber so machen könnte. Das heißt, es geht eher so in die Richtung Community-Stadt. Dementsprechend bauen wir gemeinsam mit Hunderten von Spielern, also ich versuche da wirklich so viele Spiele wie möglich drauf zu lassen, eine coole Stadt zu bauen sozusagen, natürlich mit Regeln und allem drum und dran und das Ganze natürlich auch im neuesten Update, also in der 1.19er Version. Dieses Projekt soll auch über mehrere Monate gehen und wird dann auch demnächst starten. An der Stelle muss ich mich wirklich recht herzlich bei meinem großen Partner G-Portal bedanken. Also wirklich, die haben mir freundlicherweise einen ihrer größeren Server zur Verfügung gestellt, genau für unser Projekt. Und das ist einfach mega nett. Hier bekommt ihr auf jeden Fall nochmal am Rande erwähnt, hochqualitative Game-Server, nicht nur für Minecraft, auch für andere coole Spiele zum Top-Preis. Solltet ihr also selber noch irgendwie auf der Suche nach so einem guten Anbieter sein, bei dem ihr sogar über meinen Link nochmal zusätzlich 10% spart, dann schaut auf jeden Fall dort gerne mal vorbei. Kann ich wärmstens nur empfehlen. Auch für das 1.19 Update könnt ihr da natürlich innerhalb weniger Minuten einen Minecraft-Server jeglicher Art ganz einfach erstellen. Haltet auf jeden Fall die Augen und Ohren nach dem Projekt offen, da gibt es bald News zu und nun weiter im Tag. Bevor wir zu den LA-Änderungen kommen, fangen wir doch erstmal mit einem Thema an, was in Minecraft immer extrem umstritten ist. Und zwar das Thema Tierschutz in Anführungsstrichen. Ihr wisst, ich bin der Erste, der auf jeden Fall dieses Thema unterschreiben würde. Tierschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber in Minecraft ist das jetzt gerade ein schwarzes Babyschaf? Was ist denn hier gerade los? Na jedenfalls haben wir mit dieser Begründung ja quasi auch keine Fireflies dazu bekommen, weil teilweise im echten Leben die ein oder anderen Leuchtkäfer oder Glühwürmchen giftig sein können für die Frösche und die Frösche ernähren sich nun mal von diesen sogenannten Glühwürmchen und das wollte Minecraft nicht einführen, weil sonst würden wir ja hingehen im echten Leben in den Wald wandern und Frösche mit Glühwürmchen füttern, um sie zu quälen, weil das ja auch in Minecraft so funktioniert. Ich hoffe, man hat die Ironie verstanden. Na jedenfalls war es in den letzten Betas nicht mehr möglich, dass wir einen Papagei mit Cookies füttern können, denn ihr wisst ja, wenn wir einem Papagei Cookies geben, passiert genau das hier. Er ist vergiftet und irgendwann stirbt er. Das ist ja schon sehr sad, dass das immer noch funktioniert und das ist zeitgleich irgendwie der Widerspruch schon in sich. Ein Widerspruch von ganz vielen Widersprüchen wegen dieser Begründung mit den Fireflies. Also wie gesagt, das war auch in dieser Beta drin, dass das wieder funktioniert. Falls das bei euch aktuell nicht funktioniert, mit der nächsten Vollversion dürfte das dann auf jeden Fall wieder mit am Start sein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich denke mal, niemand wird jetzt im echten Leben wegen Minecraft hingehen und einen Papagei mit einem Keks füttern. Ja, das sind dann eher so Menschen, die sowieso so ein bisschen neben der Spur sind. Dieses Feature ist an sich schon Grund genug, auch die Fireflies hinzuzufügen. Was sagt ihr dazu? Es ist alles so ein bisschen seltsam, wie Minecraft die ein oder anderen Entscheidungen begründet. Aber, ja, Cookies füttern für die Papagei funktioniert jetzt auch wieder in der neuesten Beta. Kommen wir somit direkt auch schon zu der brandneuen und auch wirklich coolen Änderung bezüglich des LA. Ihr wisst ja, LAs kann man entweder hier bei den Außenposten finden, in den ein oder anderen Käfigen oder halt im Waldanwesen, in diesen sogenannten Kerker. Der ja oftmals da dann vollgeknallt mit LAs ist. Ich glaube, 3-4 Stück sind da pro Kerker auf jeden Fall drin. Da könnt ihr sie auf jeden Fall finden. Aber da sie ja dann eher in Anführungsstrichen selten sind und man nicht viele LAs auf einem Schlag bekommt, die ja dann auch nützlich sein könnten, wenn es mehrere sind, hat Minecraft sich etwas sehr
Schlaues überlegt, was ich sehr feier. Dafür brauchen wir einfach nur eine Jukebox, also einen Plattenspieler, irgendeine beliebige Schallplatte, auch ganz wichtig, natürlich einen einzigen LA, also ihr müsst schon einen LA finden in eurer Welt und wir brauchen Amethyst-Scherben. Die benutzen wir ja eigentlich dafür, entweder dieses Tinted Glas herzustellen oder halt natürlich auch das wunderschöne Fernrohr, cooles Feature. Aber falls ihr da welche überhaupt, macht mal folgendes, also knallt erstmal die Music-Disc da rein, wir haben jetzt Maul, haben hier unseren LA und den drücken wir jetzt einfach mal, weil er jetzt tanzt, weil er die Musik natürlich feiert, eine Amethyst-Scherbe in die Hand und dann passiert das hier. Er dupliziert sich. Das bedeutet, LAs können jetzt quasi vermehrt werden, wenn man ihm eine oder ihnen eine Amethystscherbe in die Hand drückt. Jetzt haben die beiden einen Cooldown von 2 Minuten 30. Das heißt, nach 2 Minuten 30 dürfte es wieder möglich sein, die LAs noch weiter zu duplizieren, während sie tanzen und wir ihnen eine Amethystscherbe in die Hand drücken. Jetzt haben sie zwar schon eine, das macht keinen Sinn. Die müssen wir gleich wieder rausnehmen und denen dann wieder eine geben. Aber es funktioniert immer. Das heißt, ihr müsst warten, bis diese Tanzanimation kommt und dann zack, können wir denen eine in die Hand drücken und haben dann einen weiteren neuen LA. Wirklich coole Änderung. Das bedeutet, wir können sie unendlich weit duplizieren. Und haben dann wirklich eine ganze Farm voller LAs, was sehr gut ist. Weil ich denke mal, alleine sind sie schon, ja, relativ nützlich, würde ich behaupten. Aber wenn ihr davon 20, 30, 40 Stück auf einmal habt, ohne dass eure Welt vielleicht am Längen ist, dürfte das auf jeden Fall mehr oder weniger Sklavenarbeit sein. Aber hey, wir sind hier ja in Minecraft, oder? Und das ist ja auch irgendwo ihre Passion, würde ich behaupten. Was man auch noch zu den LAs sagen kann, es gab so einen kleinen Bug, dass sie dir nicht gefolgt sind in den Nether. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren, weil anscheinend soll es jetzt funktionieren. Wir gehen mal hier durchs Portal. Ah, da sind sie ja auch schon. Das Pferd ist auch mitgekommen. Warum auch immer. Aber die LAs wandern jetzt mit dir durchs Portal. Also wie gesagt, aktuell noch in der neuesten Beta. In der nächsten Vollversion, das Pferd einfach so, wo bin ich hier? In der nächsten Vollversion, wie gesagt, ist das dann auch ganz normal bei eurer Plattform mit dabei, falls ihr jetzt auf keiner Plattform spielt, wo es Betas gibt. Grundsätzlich, wenn wir mal hier den Changelog aufmachen, gibt es sonst gar nicht mal so viel Nennenswertes. Es wurden noch die Azalea-Büsche umbenannt, also diese kleinen, nicht die Büsche an sich, sondern diese kleinen Mini-Bäume. Die Ziegenhörner wurden nochmal überarbeitet und angepasst, dass sie genauso wie auf der Javedischen funktionieren, also vom Sound her und auch vom Namen her. Resist wurde zu Dream umbenannt, damit das, ne, Javedischen übereinstimmt. Das heißt, wieder ein bisschen Parity. Ganz coole Sache. Der Spectator-Mode wurde wieder überarbeitet, der in der neuesten Vollversion vom 1.19 Update absoluter Müll ist. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. In der neuesten Beta ist er wirklich on point. Und in der Vollversion, die wir ja bekommen haben am Dienstag, ist es, ich gehe da gar nicht drauf ein. Ein paar Änderungen noch zum Deep Dark hier kann man noch, ja, mehr oder weniger erwähnen. Geht eigentlich nur um die Amethyst-Geoden, die jetzt nicht mehr zerstört werden von Skulk-Sensoren. Auch eine praktische Sache und ansonsten Kleinigkeiten. Wirklich nur Kleinigkeiten, die ja sonst noch geändert wurde. Ich hoffe, dass die Mobile Controls noch in den Griff bekommen in der neuesten Aufnahme. In Aufnahme vor allem in der neuesten Vollversion. Da habe ich auch von euch sehr, sehr viele Probleme gehört. Müssen wir mal abwarten. Aber cool, dass sie sich noch ransetzen und noch die ein oder anderen Sachen ändern, beheben, whatever. Finde ich cool. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommis. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.